Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und weiter geht's hier mit der neuesten Doppelfolge von bei Gina Lisa. Läuten die Hochzeitsglocken. Und ich freue mich drauf. Bin schon gespannt, wie es weitergeht und wer dann am Ende die Reise nach Las Vegas antreten wird. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zu Join und könnt dort immer die neueste Doppelfolge am Donnerstag anschauen. Obwohl ich glaube, nächste Woche sind dann schon die letzten beiden Folgen am Start. Und da werden wir dann wissen, hat's geklappt oder hat's nicht geklappt. Und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle hier auf diesem Channel einig. Safe. Sie ist jetzt glücklich verheiratet. Das war eine gute Wahl, die sie getroffen hat. Egal für wen sie sich entschieden hat. Beste Leben. Vielleicht ist es aber auch anders. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein. Und los geht's mit Gina Lisa. Die ist in Köln unterwegs und die sucht für die Hochzeitsnacht noch die richtige Lingerie. ASMR. Lingerie. Und, bist du aufgeregt? Ja, ich freue mich. Ist das deine erste Hochzeitsnacht? Oder aber deine erste Hochzeit so gesehen? Ja, das ist die erste Hochzeit. So gesehen schon, die erste ist es auf jeden Fall. Die Frage bleibt, ist es die letzte? Diese Frage bleibt offen, man weiß es nicht. Naja, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir ein schönes, schöne Dessous brauchen dafür. Wer es dann auch am Ende sein wird. Genau. Das ist schon mal das Wichtigste, dass wir schöne Dessous brauchen. Wer es dann wird, Flocke, Steffi, Mann oder Frau, ist völlig egal. Was wirklich zählt, beim Heiraten, bei der Hochzeitsnacht, ist es eben die richtige Unterwäsche anzuhaben und das kleine Strumpfband. Der Klassiker. Such dir was Schönes Neues. Wir brauchen für eine Hochzeitsnacht das erste Mal. Sie muss wunderschön als Geschenk verpackt werden. Sie wird in Las Vegas heiraten. Pretty Woman. Und sie muss das perfekt aussehen. Sehr gut. Ah, da haben wir mit Sicherheit was für dich dabei. Ich habe schon etwas im Visier. Und solange sie Gina nicht das Hütchen hier aufsetzt, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und das ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Ne? Ich glaube, da kommt es auch sehr, sehr stark auf die Verkäuferin drauf an, dass sie eben Gina anschaut, Gina lesen kann und dann genau weiß, das könnte ihr gut stehen und ihr nicht den persönlichen Geschmack da aufdrängt, oder? Ich weiß jetzt nicht, warum trägt man das überhaupt? Ja, für die Fantasie, deswegen, ne? Also sonst macht man ja die Hose auf und dann ist schon, oh, das ist ja schon alles. Da. Die Feuerwehr ist da und Gina Lisa ist hier super drauf und ich finde, schöne Unterwäsche bei Frauen hat schon was. Also das regt, wie Sam hier richtig sagt, auf jeden Fall die Fantasie an. Aber wir kommen jetzt alle nochmal runter und wir hören jetzt nochmal bei Gina rein. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit dem Heiraten? Ist das etwas, was sie schon immer gewollt hat? Hat sie danach so gelebt, den einen zu finden oder hatte sie mal ein anderes Motto? Boah, ich habe früher was immer so gesagt, ich habe einmal weiterschicken. Ja, weil, okay, weiter. Ganz normaler Samstag. Einmal weitergeschickt. So ein Ding. Nicht nur, dass die Leute mich immer so benutzen, ausnutzen, kann ich es auch. Wiederum konnte ich das auch so. Ja, und deswegen wollte ich jetzt einfach mal keine Liebe machen. So, dass man sich wirklich mal kennenlernt. Und das mir aufheben für die Hochzeitsnacht. Hört, hört. Das heißt, in dieser einen Nacht nach der Party gab es kein Boom Boom im Hotel. Mit Flocke. Wir reden über die Geburtstagsparty von Diogo. Ja, Diogo gab es ja auch nochmal. Auf jeden Fall stellt sie das jetzt so dar, dass diese Hochzeitsnacht dann nochmal was ganz Besonderes ist. Und ja, wir wissen ja alle, dass das Format so ein bisschen gescriptet ist. Also ja, okay, sie wartet dann sozusagen auf die Hochzeitsnacht. Hier so. Okay, das sieht so ein bisschen aus wie von meiner Oma aus dem Kleiderschrank. Ja, so Geschmäcke sind, ich finde es schön. Also ich finde es schön, ich habe das in 22-facher Ausführung zu Hause, in verschiedenen Eiergelbtönen. Ich weiß gar nicht, was du hast und das meinte ich vorhin. Also es kommt natürlich dann auch darauf an, als Verkäuferin den Geschmack der Kunden zu lesen und ich glaube, das trifft hier nicht so ganz. Das sind auch wirklich zwei Welten, wenn man den Style auch anschaut, die hier aufeinandertreffen. Ich sehe nur eine Hand, die dann öffnet und dann geht der BH so auf und dann kommt da so, also so wie so ein Feuerwerk. Ja, und dann kommt da Katy Perry auf einem Tiger wie beim Super Bowl und schreit, boah, der war schlecht. Aber egal, ihr wisst schon. Du bist eine J. J? Also für dich? Ja, für J. Was? Gina Lisas Körbchengröße für uns zum Notieren ist J. Allerdings wird jetzt Gina nochmal die Frage gestellt, ob sie denn wirklich auch bei Sinnen ist und das ernst meint mit der Hochzeit. Und deswegen wird sie gefragt, sie soll doch mal einfach ganz schnell das Alphabet runterrattern. Und wenn sie das kann, dann wissen wir alle, sie ist bei Sinnen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Und bis J reicht ja jetzt auch erstmal. Sie hat dann verschiedene Outfits, verschiedene Dessous und zeigt das jetzt mal. Und ich sag mal so, das wird anscheinend eine heiße Nacht, egal wen es treffen wird.
Es sieht schon heiß aus, aber es ist halt nicht Las Vegas. Okay, das sieht schon mal richtig gut aus. Also auf diesem Outfit steht tatsächlich Gina drauf. Das ist wie für mich gemacht. Yep, und den roten Lippenstift gibt es Dessous? Gibt es dazu? Gibt es dazu? Ich kann nicht mehr reden. Auf jeden Fall, rot bringt ja Glück, ist ja auch die Hoffnung. Das trägt man doch auch in der Silvesternacht. Und das kann ja dann nur was Positives auch für die Hochzeit bedeuten. Die Eheschließung, die wahrscheinlich für immer halten wird. Denn so, wie wir das alle einschätzen, geht das hier natürlich auch mit rechten Dingen zu. Und diese Eheschließung wird dann nicht annulliert und zählt in Deutschland. Bestimmt. Auch sie muss den Schwiegermama-Test bestehen. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Yep, und das ist nicht Steffis Mama, sondern die Mitbewohnerin. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich Steffi da schlagen wird. Flocke kam ja nett an, ja? Also die Mama hat gesagt, Flocke ist netter, aber weiß ich nicht. Ist eher so der Bruder. Könnte auch der Bruder sein. Vielleicht ist es der Bruder, man weiß ja nicht. Das ist Josie. Die ist für mich einfach eine Person, mit der wohne ich zusammen. Sie ist eine gute Freundin. Ich glaube, es gibt kaum eine Person, die mich besser kennt, ohne dass wir miteinander sprechen, als sie. Ja, und ich rede über meine Freunde auch immer. Also das ist so eine Person. Guter. Ist ein Guter. Diese Person. Person klingt ein bisschen so unpersönlich. In persönlich steckt Person. Ah, okay. Auf jeden Fall ist es anscheinend eine sehr, sehr gute Freundin. Und selbst wenn die mal nicht redet, die Steffi zu Hause, kann, Josie heißt sie, glaube ich, schon genau ihre Gedanken lesen. Und die Gedanken sind, versuch mich hier zu unterstützen, denn ich möchte möglichst viel Sendezeit in diesem Format. Ah, gesagt, getan. Flocke durfte Mama kennenlernen, jetzt Steffi auch. Die beiden sind ja im Rennen, um mein Herz zu erobern, um mich. Gina hat schon sehr viel von der Steffi erzählt, viel positive Sachen. Und ich bin ganz aufgeregt, ja, und lass mich überraschen, was jetzt auf mich zukommt. Und wie gesagt, ich feiere die Mama, die ist klar, die ist da, die sagt, was sie denkt, die hält da nichts hinterm Berg. Die hat auch eine klare Meinung gehabt zu Flocke, was sie gerade gemeint hat. Und jetzt wird's halt doch spannend. Hallo. Hi. Schön. Ja, schön, dass du da bist. Und hier fallen, ja, ich sag es, fallen mehr Küsse als bei der letzten Folge. Haben sich Flocke und Gina überhaupt geknutscht beim Hereinkommen? Nein. Haben Flocke und der Papa einen Blumenstrauß für die Damen gehabt? Ich glaube auch nein. Also alles ist hier schon mal auf einem besseren Weg. Schön. Die sind erstmal hier für dich. Ich habe gesagt, für jedes Date, was wir hatten. Ja. Hat eine Rose. Wie süß ist das? Geil wäre es jetzt halt wirklich, wenn es eine wäre. Für jedes Date, was wir hatten. Aber nein, es sind mittlerweile schon 5. 5 Dates hatten die schon. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, da muss man auch langsam mal von einer Hochzeit sprechen. Also nach dem 5. Date sollte das schon eingetütet sein wie die Rosen hier, oder? Hi Josie, ja komm her. Ja prima. Das ist meine Mama, das ist die Hallo. Steffi. Hallo Steffi, hi. Steffi. Die sind für dich. Die sind von uns beiden. Oh, vielen lieben Dank. Also der Vibe ist real und wenn man jetzt nochmal kurz drüber nachdenkt, ist schon witzig, dass die Mama das auch alles mitmacht und sich da so bereit erklärt für so ein Format, wo es halt um das geht, random Leute zu heiraten und ihre Tochter mittendrin statt nur dabei. Weiß ich nicht, ob meine Eltern so am Start wären, wenn ich das machen würde. Ich glaube nicht. Aber natürlich ist die Mama ja auch schon viel von Gina gewohnt. Muss man auch mal sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Gänsehaut gekriegt, wie die zwei sich begrüßt haben und haben sich geküsst. Und da war so ein Knistern war bei den beiden gewesen. Ja, und jetzt fehlt nur noch der beste Freund Dirk, der mit dem privaten Camcorder das mitfilmt für die Sammlung. I don't know. Shoutout an Dirk. Der hat letztens eine sehr, sehr coole Story gemacht auf Instagram und hat mich da auch supportet. Übrigens, Gina Lisa hat auch den Song Pieps, Schnups, egal gehört und so wie ich es mitbekommen habe, auf jeden Fall auch gefeiert. Deswegen auch nochmal ganz liebe Grüße hier in die Runde. Ja, schön, dass wir uns jetzt mal kennenlernen. Ja, das freut mich auch sehr. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr nervös. Aber ja. Ich hoffe, das wird, oder? Ja, das wird. Natürlich. Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz kurz weggehen von dem Gedanken, dass hier alles scripted ist, habt ihr Steffis Reaktion gesehen? Als sie gesagt hat, ja, bin nervös, aber mal gucken, es wird schon irgendwie, hat sie sich vertrauensvoll an Gina gewandt, ihren Arm genommen, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und da ist einfach mehr da als bei Flocke. Bei Flocke geht es eher darum, dass er sagt, ah, ich bin auch so ein bisschen crazy und sie ist so ein bisschen crazy und keine Ahnung, wer eigentlich verrückter von uns ist, deswegen passt es perfekt. Und jetzt mal angenommen, ihr würdet heiraten, wo willst du dann wohnen? Klar, auf kurz oder lang finde ich schon wichtig, dass man dann einfach zusammenzieht, weil ich glaube, du willst dich ja dann auch immer sehen. Trotzdem finde ich es einfach wichtig, dass man erstmal die Person auch trotzdem nur so sein Leben genau. Und ich glaube, also das ist auch mein Motto, es ist auch wichtig, dass man dem anderen seine Freiräume lässt. Ja. Ja? Und man muss natürlich sagen, die müssen sich ja auch erstmal richtig kennenlernen. Auch nach der Eheschließung kennen die sich ja nicht wirklich. Und da bin ich... Es ist scripted. Ja, sorry, ich steigere mich dann auch ein bisschen rein.
Ha? Darf ich dich fragen, was du beruflich machst? Ja, also ich mache hauptsächlich auch Instagram und ansonsten noch am Wochenende, aber ich an der Tür bei so einem beim Club, Bar. Nee, ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, machst du Kampfsport. Genau. Und ich glaube, wir alle können uns vorstellen, wie Steffi da einfach an der Tür steht, wie bei Karate Kid. Und sie macht den Schwan Storch, ich sag's immer falsch, ich hab den Gag schon mal gebracht, sorry. Und dann macht sie BOOM, wenn irgendeiner ihr auf den Sack geht. Aber ich glaube, an der Tür zu stehen bedeutet nicht nur für Sicherheit zu sorgen, meistens ist dann wahrscheinlich noch ein Kollege da am Start, sondern es kommt auch immer sympathisch rüber. Eine Freundin von mir hat das auch gemacht hier in München beim Eat the Rich, gibt's gar nicht mehr, aber war auch ein geiler Laden und da war sie auch an der Tür und hat das alles so ein bisschen organisatorisch betreut. Und ich glaube, genau das macht Steffi auch. Meine Meinung. Könnt ihr euch Kinder vorstellen oder kannst du dir Kinder vorstellen? Ja, wenn die Mama fragt, dann muss man antworten. Und Steffi wird hier gelöchert wie ein Golfplatz, aber das gleiche Schicksal hat eben auch schon Flocke erleiden müssen, denn das sind ja auch wichtige Fragen. Also es kommt schon tatsächlich so rüber, dass sich die Mama von Gina für Steffi interessiert, möchte natürlich wissen, mit wem plant Gina eventuell die Hochzeit. Ja, finde ich gut. Ich war immer so, dass ich gesagt habe, für mich gibt es nicht so einen genauen Plan. Okay, ich will eine Person finden, mit der ich einfach glücklich bin, die einfach so meine Person ist. Und dann kann man halt irgendwie gucken, wie ist es individuell? So, macht einen das jetzt glücklicher? Oder sagt man, nee, wir haben eh beide so viel zu tun, dass es gar nicht reinpasst. Okay. Also. Politisch korrekt ausgeholt und eigentlich weiß man jetzt gar nichts. Ja, vielleicht nein. Muss man halt gucken, wie es reinpasst. Und an sich ist die Einstellung ja auch ganz gut. Und mal gucken, ob sich die Mama damit zufrieden geben wird. Also ich finde dich einfach so entspannt. Du bist einfach wie Gina genauso. Ja, wir sind uns schon in vielen Sachen ähnlich. Ja, 1:1 wie aus dem Gesicht geschnitten, Mama und Tochter. Ja, also was sie meint, ich glaube so die locker flockige Art, obwohl würde ich jetzt die Mama mit Gina vergleichen, vielleicht von der Lockerheit. Das ist auch das, was sie meint, aber ansonsten überhaupt nicht, oder? Nee, ich finde ich auch sehr sympathisch. Sehr hübsch, sympathisch. Natürlich hatte ich ihr auch das ehrlich gesagt, dass da noch jemand ist, dass da noch ein Mann ist und so. Merkst du, dass dein Herz in eine bestimmte Richtung schlägt? Ja, ich muss ehrlich schon sagen, wenn ich nicht bei ihr bin, sie fehlt mir so, weil mein Herz schlägt schon sehr stark zu Steffi. Und Flocke zu Hause, I protested, das sagt sie mir jeden Tag am Telefon auch. Aber kann natürlich sein, dass Gina Lisas Herz aktuell mehr in Richtung Steffi schlägt. Werden wir sehen. Also ich finde, wenn die beiden zusammen sind, sieht die Gina sehr glücklich aus und wie gesagt, die halten Händchen zusammen, die lachen zusammen, da wird ein Küsschen gegeben. Und es wirkt alles auch ein bisschen vertrauter und dann beginnen die ersten Tischspielereien und ja, das erste Spiel, Stille Post. Da am Anfang habe ich ihr ein Bild von dir gezeigt, hab ich von dir erzählt. Dann hat die Mama gesagt, die ist so schön. Hat die gesagt, echt, oh Gott. Und ich finde es auch gut, dass die Mama es gar nicht hören konnte, was da drüben geflüstert wurde. Und dann hat die Mama dein Bild gesehen. Mama, weißt du noch, da hast du das Bild gesehen? Und dann hat sie gesagt, so schön. Ta-ta-ta-ta! Ja, und wie bei den Dessous, die Geschmäcker sind verschieden, aber die Mama steht auch eben auf Steffi. Und das ist doch auch eine tolle Sache. Ein Segen haben sie. Ja. In Hanau plant Gina Lisas bester Freund Dirk eine standesgemäße Junggesellinnensause. Hallöchen! Hallo. Na? Schön, dass du da bist. Und den Junggesellenabschied zu Hause zu feiern, ist eine schlechte Idee. Ich hoffe, die sind da noch unterwegs, denn ansonsten wird die Bude hier komplett auseinandergenommen. Zumindest stelle ich mir das so vor. Party, Happy Bride Party für sie. Also ich bin hier schon am Schmücken den ganzen Morgen und bin gespannt, was heute noch passiert. Ich hoffe, sie freut sich, aber ich gehe davon aus einfach. Wir haben noch einiges zu tun. Soll ich jetzt blasen? It's not called a job, nothing. Auf jeden Fall, Matthias und Dirk sind hier ordentlich am, ja? Jürgen von der Produktion schreit rein in die Runde. Okay, auf drei, wer in 5 Minuten mehr Luftballons aufgeblasen hat, der gewinnt hier den Blowing Contest. Und es geht los auf 3, 2, 1, boom! Und wir hatten Partys hier. Die Party geht ab, deswegen darfst du nicht fehlen, hereinspazieren. Danke. Wo ist denn die Gina? Wo ist sie? Ist doch eine Überraschung. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht gespielt. Und Dirk auch so, hä? Es ist eine Überraschungsparty. Und Elsa zu Dirk so, hä? Ich habe ihr gerade bei WhatsApp geschrieben. Gina, ich bin gerade auf dem Weg zu deiner Überraschungsparty. Bist du auch am Start? Könnte ich mir halt wirklich vorstellen. Oh je. Yeah. Lach nicht. Der ist auch schon da. Ja. Wer ist Elvis? Ich kenne ihn gar nicht. Und sie weiß nicht, wer Elvis ist und sie weiß anscheinend nicht, dass der auch im Haus bei Dirk wohnt. Ei, ei, ei. Aber das Elvis-Kostüm, das passt auf jeden Fall wie angegossen und das Motto ist eben hier auch Las Vegas. Und ja, da sind wir mal gespannt, wer noch so am Start ist hier.
Es kommen gleich Jens und Viviana, ihre Visagistin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Danke da seid. Danke für die Einladung. Hi Jens. Grüß dich, Vivi Schatz. Elsa. Ja, und das sind dann wirklich vertraute Gesichter. Ich glaube, gerade wenn du so als Promi, Trash-Promi unterwegs bist und du hast eine Visagistin, dann siehst du die von morgens bis abends, die ist immer am Start. Klar, die arbeitet für dich auch, aber dann hast du, glaube ich, auch so ein freundschaftliches Verhältnis. Und das baut sich ja dann über die Jahre hinaus, dass man einfach über alles reden kann. Und ich glaube schon, dass das dann einfach sehr, sehr gute Freunde sind. Kann ich mir gut vorstellen. Shoutout an meinen Friseur Hamed. Bester Mann. So, dann ist es schon fast soweit. Dirk, hört ins Treppenhaus. Aha. High Heels, gestolpert, das ist Gina. Psst. So, und ich freue mich sehr. Und wenn Gina nicht taub ist, stand sie draußen. Ah, Matthias ist da. Meine große Liebe bist du. Geh schon mal ins Wohnzimmer. Hey. Vegas Junggesellenabschied. Und Jürgen so, wir müssen das nochmal machen, denn Gina hat schon gegrinst, bevor die Tür überhaupt offen war, als ob sie wüsste, was da passiert. Nochmal bitte, aber jetzt mal wirklich alle überraschen hier. Oh Mann, ey, voll Zucker. Das ist dein Tag. Du bist die Braut und deswegen wird heute gefeiert. Versprochen. Halligalli Drecksau-Party, genau. Halligalli Drecksau-Party, das ist das Motto? Schreit auch schon wieder nach einem Lied. Aber Pieps, Schnups, egal. Wir machen weiter und jetzt startet so langsam diese Party hier. Party, Party, Party! Über mir zu Hause! Über Maskenchat! Der Bauer! Und der Blattkast! If you wanna get with me! Und dieses Kostüm sitzt halt wirklich wie angegossen. Ist auch schon lustig und mutig auch von Matthias, dass er hier die Stange hoch und runter saust mit kreisenden Bewegungen und irgendwann... Nein, passiert nicht. Aber ja, Gina feiert hier auf jeden Fall gelassen und die freut sich einfach, dass die Leute für sie da sind. Vor allem halt auch eine ihrer besten Freundinnen, die Visagistin. Das Tageskrönchen geht an Gina Lisas beste Freundin und Visagistin Vivi. Jeden Gott sei Dank Tag, du stehst für mich auf. Vivi! Ein Leben ohne Vivi kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen. Also meine Vivi, das ist für mich, die ist alles für mich. Wir sind durch dick und dünn, wir haben so vieles erlebt und ich kann mein Leben ohne die gar nicht mehr vorstellen, wirklich. Und das glaube ich auch wirklich, dass das so ist, dass die eben ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis haben. Nur einer leidet jetzt darunter, denn die Tageskrone, darum ging es gerade, ging eben an Vivi. Was ist denn mit Dirk? Der wollte auch das Tageskrönchen für den besten Freund. Hoffentlich gibt's hier eine zweite Krone. Wir haben eigentlich ein bisschen Party erwartet jetzt gerade, aber es wurde so emotional, weil es ist emotional, weil es sind Ginas wichtigste Menschen und sie hat wirklich nur einen kleinen Kreis. Ich habe losgeflennt, als sie über Viviana eben geredet hat, weil es wirklich so ist, Viviana war immer da. Und mich wundert sie an der Stelle doch, dass sie einen kleinen Kreis hat. Denn die meisten, die sie trifft, sind plötzlich mit ihr seelenverwandt und beste Freunde. Zum Beispiel diese Elsa. Ich glaube, die kennt sie erst seit dem Forsthaus. Und vielleicht wird es einfach schneller gesagt, als es gemeint ist. Denn ja, teilweise sind da scheinbar wirklich gute Freunde dabei. Und auch Dirk kennt halt Gina schon seit der Venus. Nein, den Kindheitstagen. Ehepartner kommen und gehen vielleicht, Freunde aber bleiben. Und hier soll keiner mehr sagen, dass man bei Gina Lisa Leuten die Hochzeitsglocken irgendwie nichts lernen kann. Deswegen nehmen wir jetzt alle mal unser Handy in die Hand. Und ich bin auch so schlecht darin. Ich melde mich so wenig bei meinen Freunden. Also das stimmt jetzt nicht ganz. Aber gerade bei Freunden, die irgendwie woanders wohnen, da vergesse ich das halt schon, immer so regelmäßig im Kontakt zu bleiben. Deswegen schreiben wir doch jetzt gerade mal unserem besten Freund, unserer besten Freundin, einfach mal eine kleine WhatsApp. Und falls euch kein guter Text einfällt, kopiert einfach den Link von Yum Heart. Jumas So von Modern Talking und schickt das Video ohne Kommentar. Ja, so ein Ding. Und es stimmt schon, Freundschaften sind sehr, sehr wichtig und muss man pflegen. Deswegen hat hoffentlich jeder schon eine kleine Nachricht abgeschickt. A few minutes later. Und ich werde für dich immer da sein, egal was. Ja? Für immer. Ja, und das sage ich jetzt immer in die gute und die schlechte Seite. Wir heiraten jetzt. Ja. Ja, nochmal schminken. Ja, bitte kannst du nochmal schminken. Und ja, was hier gerade klingt wie ein Joke, nein, wird zur bitteren Realität. Option C. Vivi, die Visagistin, ist auf einmal mitten im Game und das passt doch optisch auch perfekt hier einfach. So, was aber auch klar ist, Gina Lisa ist völlig hin und her gerissen. Die weiß gar nicht mehr, wo ihr Kopf ist. Man kann es aber auch verwechseln. Auf jeden Fall ist sie jetzt, ich weiß nicht wo, aber sie lässt sich die Karten legen.
Es wird mal wieder spirituell. Das hatten wir letztens beim Bachelor. Und ja, Respekt für alle, die daran glauben. Ich kann damit jetzt so nicht so viel irgendwie anfangen, will aber auch niemanden auf den Schlips treten, aber ich werde Jokes machen, deswegen alle, die sich angegriffen fühlen, tut mir leid, es sind einfach nur ein paar Jokes. Wir sind heute bei der Liebesarena und sie wird mir meine Zukunft sagen. Wer passt denn jetzt besser zu mir? Wir beraten heute hier, meine Gute. Wo ja. möchtest du sitzen? Ich glaube, mein Gefühl sagt hier, oder? Ja, richtig. Ja? Und Gina Lisa guckt auf den Stuhl vor ihr und die Wahrsagerin. Ich glaube, du willst hier sitzen. Und Gina Lisa schon kurz vorm Heulen. Oh mein Gott, woher wusstest du das? Und da gibt's doch diesen einen Kerl mit den Reels. Sie schaut doch auf den Stuhl. Daran muss man glauben. Und ich habe da aber auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, Respekt, weil ist denn so, will ich überhaupt, will ich das alles so wissen? Und ja, es geht ihr jetzt vor allem darum, ist Flocke der Richtige? Ist Steffi die Richtige? Was kann die Wahrsagerin denn da so lesen? Und welche Informationen hat Jürgen mal wieder gestreut? Also ich sag euch eins, Jürgen ist auch die Stimme zu einer anderen Welt. Also ganz, ganz ehrlich, ich bin gespannt, ob man das irgendwie so ablesen kann, dass alle Informationen, die der Zuschauer hat, die Jürgen auch hat, plötzlich die Wahrsagerin auch hat. Mal schauen. Also, deine Energiezahl ist die 5 und da kannst du dann zukünftig mal drauf achten. Bei dir passiert alles in 5er Schritten. Ja? Entweder das 5. Date. Für jedes Date, was wir hatten. Oder das 5. Jahr. Dein Tag ist immer der Freitag, Schatz. So. Oha, oha. Und woher weiß sie das? Ich glaube, von ihrem Geburtsdatum, da kann man das irgendwie so herauslesen. Wer sich damit auskennt, gerne unten in die Kommentare. Du bist im 5. Leben. Und im 5. Leben sind wir alle Krankenschwester, Altenpfleger, Sozialhelfer. So, ich bin ja? gelernte Arzthelferin. Echt? Ja. Wow. Das ist krass, oder? Ja. Ja. Wow. Ist krass. Ich bin gelernte Arzthelferin. Boom, boom, power. Das ist krass, oder? Ja. Ja. Also die Wahrsagerin scheint hier wirklich auf der richtigen Fährte zu sein. In diesem nicht gescripteten Format ist es hier schon mal der Key to my heart. Pieps, Schnups, egal. Und du sollst eigentlich Mutter werden, ne? Also du willst aber ein Kind haben, das weiß ich. Das ist krass. Ja, ich weiß es. Nee, das schaffen wir. Ja, jetzt geht's los, wie alle meine süßen Mäuse. Ja, und dass Gina Mama werden möchte, ich glaube, sie ist 37, sie möchte ja jetzt ja auch heiraten, sie möchte einfach festere Schritte gehen. Und ja, ich sag mal so, wenn ich da jetzt sitzen würde hinter einer Glaskugel, dann würde ich das wahrscheinlich auch zu ihr sagen, ohne sie zu kennen. Gut wäre es auch gewesen, wenn sie gesagt hätte, ich glaube, du willst heiraten. Ich sehe es irgendwie vor. Warte, warte, warte. Glitzert. Las Vegas? Da. Und Jürgen? Ich kriege Gänsehaut. Unglaublich, wenn ich daran denke, weil das sind Sachen, die kann sie nicht wissen. Ja, sie hat gesagt, ich werde Mama. Also das ist natürlich auch immer mein größter Wunsch gewesen, ein Kind zu haben. Das sind ganz normale Skatkarten. Ich neutralisiere jetzt die Karten. Und du denkst jetzt Arm und Beine nicht über Kreuz. Okay. Ist auch Blockade, Schatz. Ja, immer open. Jetzt geht's darum, Gina muss jetzt die richtigen Fragen stellen. Und der Erste, der sozusagen dran glauben muss, ist Flocke. Beziehungsweise Kevin. Also ich hätte eine Frage, ob es in der Zukunft mit dem Kevin klappt. Partnerschaft. Ja? Ob ihr zusammenpasst. Ja, ob wir zusammenpassen. Also, und jetzt ohne es zu wissen, was sie sagt, wollen wir doch mal kurz in uns hineinhören. Was können wir denn feststellen? Selbst die Mama hat gesagt, weiß ich nicht, passt nicht so richtig. Und da fehlt es so an Romantik und prickelnder Erotik. Die könnten eher so Geschwister sein. Also weiß ich nicht, ob das wirklich zu ihr passt. Der ist auch zu flippig und zu laut. Sie braucht eher so einen ruhigeren Kandidat, der sie auch versteht und so richtig wahrnimmt, wie sie wirklich ist. Das wäre jetzt das, was ich sagen würde. Es gibt eine Karte, die sagt sofort ja oder nein. Ne? Und das ist Pik Ass. Wenn sie verkehrt rum liegt, heißt es nein. Wie liegt sie? Verkehrt rum, okay. Mhm. Was bedeutet verkehrt rum? Nein. Nein. Erkläre ich dir auch warum. Ihr wart im früheren Leben Geschwister. Ihr versteht euch, als wenn ihr euch ewig kennt. Und Jürgen mit dem Walkie-Talkie. Sag irgendwas mit Seelenverwandt. Sag irgendwas mit Seelenverwandt. Erotik würde auch überhaupt nicht funktionieren. Das ist dann am Anfang mal und dann gar nicht mehr. Das ist wie so ein kleiner Bruder. Ihr solltet nicht zusammenkommen. Das würde nur Zerstörung geben. Und aus Zerstörungsbeziehungen wollen wir heraus, glaube ich. Ne? Ja. Klack, klares Nein. Boom, boom, pow. Und klack, klares Nein. Ist es so? Also das ist meine erste Sitzung hier und das ist schon relativ brutal, weil sie lässt ja noch nicht mal irgendwie Hoffnung stehen. Klar, kommt immer darauf an, ob sie darauf hören möchte oder nicht, aber das ist ja schon mal ein brutales Nein hier an Flocke. Weiter geht's mit Stefanie. Und ja, bevor ich es höre, was können wir über Steffi sagen?
Sie ist der Ruhepol, sie versteht sie auch seelenverwandt, sie fängt sie auf, sie ist ruhig, sie ist einfach da und passt auch irgendwie besser zu ihr. So. Stefanie. Ja, die ist ganz lieb, ne? Ja. Und die Wahrsagerin so, ja, ich habe die doch auch bei Princess Charming gesehen, das ist eine ganz liebe, ne? Das ist eine ganz liebe. Also nichts, was ich jetzt fühle, aber habe ich auch gesehen. Eigentlich weiß ich jetzt schon alles ohne. Ja, weil sie so eine super Zuhörerin ist. Wenn sie dich anschaut, denkst du mal, sie schaut in deine Augen. Ja, in deine genau. Seele. Ich kann nicht okay. So gut mischen. Und Gina Lisa ist schon eine Süße. Sie hat das Herz am rechten Fleck und so. Ich kann nicht mischen. Und wie macht sie so? Pass auf, hier haben wir ein Ja, ne? Also, dass ihr eine Beziehung leben könntet. Ich bleib aber beim Aber, ne? Aber es wird auseinandergehen, weil du nicht mehr willst. Wie brutal ist denn bitte diese Wahrsagerin? Und ja, okay, klar, das denken wir uns auch alle. Aber sie fängt an mit Hoffnung. Ja, ja, okay, das sieht schon mal gut aus, aber geht nicht gut, klappt nicht. Lass mal, bitte, Gina, lass mal. Also, ich denke, dass ihr jetzt vielleicht, wenn du Ja sagst, 1 bis 5 Monate Maximum. Naja, sie ist irgendwann zu lieb, zu süß, zu langweilig. Ah, und dieses langweilig ist halt schon so ein kleiner Schatten über Steffi. Das habe ich jetzt von vielen gehört, mit denen ich über sie auch gesprochen habe. Von meinen trash-affinen Freunden, die sagen auch so, boah, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht, kann nicht so viel mit anfangen. Aber ich habe dann auch gesehen in den Kommentaren, viele mögen sie, was ja auch schön ist, ist ja auch völlig okay. Aber vielleicht ist die Gina tatsächlich am Ende zu langweilig. Nee, ihr tut euch jetzt gut. Ja, genau. Einigen so. Genau. Geht's dir gut? Ja. Okay. Im Endeffekt ist es mein Leben. Ich lasse mir mein Leben nicht reinreden. Ich höre gerne zu. Zum Ende höre ich auf mein Herz und auf meinen Kopf. Und ich muss glücklich sein. So schaut's aus, liebe Leute. Aber Einschätzung 1 bis 5 Monate, habe ich eigentlich auch gedacht. Es ist ja auch keine einseitige Entscheidung. Es ist natürlich, gehören ja immer 2 mit dazu. Ich muss ja auch mal fragen, die Steffi oder den Flocke, ne? Wie sieht es denn da bei euch aus? Wie sind eure Gefühle? Habt ihr echte Gefühle? Liebt ihr mich wirklich? Empfindet ihr wirklich was für mich? Das gilt es zu klären. Aber noch viel wichtiger, wann geht es denn jetzt endlich los nach Las Vegas? Es sind nicht mehr viele Tage. In Köln gibt es heute eine wichtige Verkündung. Und in Köln, weil Gina mich angerufen hat. Wir reden. Ja, die Vegas-Reise steht ja jetzt an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Gina jetzt mir sagt, okay, kommst mit, kommst nicht mit. Ja, und aus diesem Jungen sprudelt ja die Emotionalität. Also der ist da wirklich komplett drin. So komplett drin wie beim letzten FIFA-Game. Der will Gina unbedingt. Heute treffe ich Gina wieder und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir ein bisschen drüber sprechen, was mit Las Vegas ist. Ob ich mitfliege, ob ich nicht mitfliege, wie wir so zueinander stehen. Ob wir im Partnerlook gehen. Ich habe hier so ein paar Outfits geschickt bei WhatsApp. Würde geil zu Vegas passen. Schauen wir mal. Aha, was machst denn du hier? Ja, das könnte ich dich jetzt auch fragen. Ich wurde hierher bestellt. Ich gebe dir, ich bin ein bisschen erkältet. Hi. Servus. Ah, und das ist auch clever für Leute, die man nicht begrüßen will. Ich bin erkältet und die Faust hinstrecken. Muss man sich merken. Ja, ich habe Gina erwartet und Chef Flocke. Frage nach einem Downgrade oder Upgrade an der Stelle? Super. Ich kenne die Gina halt auch schon seit dem Forsthaus und da sind wir halt sehr eng zusammengewachsen. Und ich glaube, das kannst du nicht in 2 Wochen, wo ihr euch kennt, da irgendwie aufholen. Das, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Und was bringt hier Flocke noch mit zum Table? Außerdem hat sie meinen besten Kumpel gebracht. Und jetzt kommst du. Hast du sowas? Ich glaube nicht. Habt ihr irgendeine Connection? Ich glaube nicht. Aber du hast es ja auch nicht zu beurteilen, so wie Gina und ich uns kennen. Also wie gut kennst du denn die Gina? Und wir telefonieren jeden Tag, sehen uns 2-mal in der Woche. Und du? Ich hatte 5 Dates, denn ich habe ihr letztens einen Blumenstrauß mit 5 Rosen mitgebracht. 2-mal die Woche, der Flocke, der lügt, glaube ich, hier. Die sehen sich doch nicht 2-mal die Woche, oder? Naja, sagen wir es mal so, ich habe mich hier für nix beworben. Ich habe die zufällig kennengelernt. Ich habe mich auch für nix beworben. Und wenn du sie schon so lange kennst, dann muss es ja schon sehr ernst sein. Siehste? Aber dann gäbe es ja auch mich nicht, oder? Und dann kommt Steffi mit dem Uppercut. Und was macht Flocke? Nichts. Ach, ich sehe die null als Konkurrenz. Die ist mal kurz hier rein, pinkelt uns dann 2 und das war's. Ich habe ein ganz mulmiges Gefühl. So, ich will jetzt endlich auch zu den beiden. Ich will die beiden in den Arm nehmen. Und mit denen reden und denen meine Entscheidung auch sagen. Oh, mein Schatz. Hi. Na. Und diesmal wird nicht geknutscht, aber zumindest umarmt Flocke auch Gina, obwohl er so erkältet ist. Aha, hört, hört. Wenn ich euch betäusche, ist das so schön, aber auch irgendwie komisch. Ja. Die Situation.
sie guckt in diese Richtung, der guckt in diese Richtung, beide gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Ich komme dann rein, oh, mir war das so unangenehm, das war so komisch. Es war ein bisschen awkward, aber zum Glück ist Gina-Lisa jetzt da und kann die Situation jetzt doch mal aufklären hier. Und man kann ja nicht auf zwei Hochzeiten rumtanzen, das ist ja ganz klar, dass ich mich da auch für eine Person entscheiden muss und dass sich auch ja so gehört. Und weil ich manchmal so denke, ihr fahrt halt beide mit so einer angezogenen Handbremse. Ah, schreit doch danach, dass sich die Jungs und Mädels nochmal hier beweisen sollen, oder? So weit ist, dass ich mich nicht nur nicht entscheiden kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ihr beide mit nach Las Vegas fliegt. Weiß jetzt auch nicht, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Und Flocke hat noch so ein paar Bedingungen. Zum ersten Fensterplatz und er muss nochmal nach Hause gucken, ob der Spielstand gespeichert ist. Die zwei Sachen, aber ansonsten wäre, glaube ich, Flocke dabei. Las Vegas, das ist das Ding, da hat er Bock drauf und ich glaube, es geht hier eher um die Reise als irgendwas anderes. Also ich brauche mal ganz kurz einen Moment an der frischen Luft, tut mir leid. War mir halt in diesem Moment irgendwie ein bisschen viel. Das hat für mich einfach doch wieder so dieses zweite Wahl-Dings irgendwie so ausgelöst. Ja, ich bin Steffi dann hinterhergegangen. Ich sag dir, wie es ist. Ich meine, das war jetzt der beste Beweis dafür, dass sie einfach nur Sendezeit generieren will. Und oh, bitte, ich muss kurz hier raus. Erzieh doch nix. Watsch. Ah, und der kontert das Ganze mit einem Quatsch. Hat er zu leise gesagt. Hat Gina nicht gehört, sonst wäre sie wieder umgedreht. So hat natürlich die emotionale Art in diesem nicht gescripteten Format von Steffi Gina jetzt komplett aus den Socken gehauen. Und auf jeden Fall zeigt Gina Lisa hier ihre empathische Art, denn sie hat gemerkt, irgendwas stimmt mit Steffi nicht. Ich hätte das jetzt wirklich nicht erwartet, dass Gina mir hinterherkommt. Und deswegen fand ich es halt umso schöner, dass Gina dann zu mir rausgekommen ist. Und ja, und dann dreht Steffi Gina so langsam zur Fensterscheibe und schaut Flocke in die Augen und macht. Ich kann dir halt nur sagen, ich mag dich unwahrscheinlich gerne. Ich fand es immer schön, wenn wir zusammen waren. Ich fand es super. Das ist so schön gesagt. Ich einfach, dass du weißt, dass ich einfach gerne mag. Ich dich auch. Und das Feuer zwischen den beiden ist ja kaum zu löschen. Da ist auf jeden Fall mehr da als bei Flocke und Gina. Wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, ohne irgendjemand zu sein, wäre ich schon traurig. Weil ich habe mich so an die beiden auch gewöhnt. Ich habe mir gewünscht jetzt, dass ihr beide mitkommt. Was soll ich dazu sagen? Also es ist mehr als unangenehm hier gerade. Ja. Aber ich bin da. Wenn du damit glücklich bist mit der Entscheidung, dass wir zu dritt hinfliegen, dann bin ich da dabei. Puh, und da können wir ja beruhigt sein. Und wer hätte jetzt gedacht, dass Flocke diese Reise ausschlagen würde? Und Steffi? Mir ist auch einfach wichtig, da jetzt mit dir noch die Reise einfach weiterzugehen. Und jetzt wünsche ich mir halt sehr, dass ihr halt auch mal aus euch rauskommt und dass ihr mir in Las Vegas halt auch mal zeigt, was ihr für mich fühlt und ja. Genau. Das bedeutet nochmal Gas geben an der Stelle. Das war's mit dieser Folge. Was sagt ihr? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns schon bald wieder. Ciao. Pieps, 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 hier ist pieps. Schnups, egal, ich kann nichts dagegen tun. Mann, ich lieb sie nun mal. Ich sag pieps, 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 hier ist pieps. Schnups, egal, ich kann nichts dagegen tun. Mann, ich lieb sie nun mal. Yeah. Wärst du eine Muschel, dann eine Miesmuschel.